During the last 30 years, more than 130 individuals all around the globe have been working on behalf of our planet. Against oppressing regimes, injustice, and environmental pollution. They were honored for their outstanding work and vision on behalf of our planet with the Right Livelihood Award. The future is not some place you go there. The future is something that you are going to determine. And the journey that you are going to take is the journey that is going to make the future. The power is in your hands. The future is in your hands. The future is not some place up there. And everything that you do and you don't do will affect society. The Youth Future Project planned and realized the first International Youth Future Conference in Bonn, Germany, in September 2010. Participants from all continents convened to experience a personal encounter with laureates of the Right Livelihood Award, the Alternative Nobel Prize. After more than a year of preparations, 120 young people from all over the world came together in workshops and talks in order to discuss and be inspired. The conference created a unique opportunity for young people to get active together, to network and work on sustainable paths to our common future. I'm Krumen and I come from Karlsruhe right now, but I'm Bulgarian. My name is Elisa and I come from Heidelberg. I'm from Turkey. I'm Dhiruja, I'm from India. Karl from Germany. I'm from Canada. I'm already an activist. I'm an activist not only in Uganda but also in Germany. I've told you that I'm in the student parliament stupa here. I'm more interested in environmental issues and public policy issues, democratization issues. So for me, it's like it's just adding oil to my body and going somewhere ahead. I'm already motivated, but it gives me a spark to do more. I've been for 1 year in Mali doing a volunteer year. And from this point on, I was quite interested in issues that touch development. It was very interesting because the issues we are dealing with and we are maybe dealing in our organizations with is just, you know, to inform youth people, young people, to get involved in these issues, to develop a sense, to develop an opinion on certain political, global political issues or even local political issues. The opening event of the Youth Future Conference was the beginning of a week that was all about discovering new ideas together with others. Young people took the opportunity to voice their hopes and aspirations. The central message of the event was, this is all about you, your dreams and ideas. This is about us all, because the future concerns everyone. Hello and welcome to the Youth Future Report. My name is Imke Möhmann. Every night at 10 p.m. I'll keep you up to date about the activities at the Youth Future Conference, as well as introducing some laureates of the Right Livelihood Award. The Youth Future media team documented the entire week of the conference, filed daily video reports, and enabled others to follow the conference via online media.
My name is Alan Ware. I'm from New Zealand, which is also called Aotearoa. That's the indigenous name of our country. And I work in education. My first career was as a teacher, and I still do a lot of peace education, teaching young people how to resolve conflicts peacefully. And I work with international law and with the United Nations and with governments on projects and proposals for the abolition of nuclear weapons. Alan Ware, ja, einer unserer am nächsten stehenden Preisträger vielleicht. Unglaublich liebenswerter Mensch, sehr jung geblieben, ist ein auf den ersten Blick unscheinbarer Mensch. Kindergärtner in Neuseeland, inzwischen einer der erfolgreichsten Abrüstungsaktivisten der Welt, Berater der UN, hat viel in der Anti-Atom-Bewegung getan, hat Organisationen gegründet, ist Vorstand vieler Organisationen, ist ein unglaublich viel beschäftigter und viel reisender Mann, der unglaublich viel für die Abrüstungsbewegung tut. I got the Right Livelihood Award last year, 2009, and they gave it to me for my work in peace education and also my work in the abolition of nuclear weapons. I'm a student training to be a kindergarten teacher and I learned about the nuclear testing in the Pacific. That's where the nuclear weapon states, particularly the United States, the United Kingdom and France, were detonating nuclear weapons. Yeah, I think the important thing is believe in yourself. Quite often we're given like negative images, you know, that we are powerless, that the world, there are big issues out there and there's big powers that make the decisions and we don't have that much impact on it. Well, I think you have to disregard that, you know, disregard the cynics, those who say it's not possible. I have seen that change is possible, and most of that has actually come from young people. Win-win solutions nennt er sein Konzept für viele Probleme und hat das eindrucksvoll demonstriert. Wir waren immer zu zweit in einer Gruppe und wir hatten uns an den Händen so und man hatte die Hände so neben sich und die Aufgabe war, so oft wie möglich diese Hände zu sich an den Körper dran zu ziehen. Und dann hat er runtergezählt und es ging los und alle haben gezogen und gezerrt die ganze Zeit so, wer es jetzt schafft, diese Hände so an sich dran zu bekommen. Es gab eigentlich nur eine Gruppe, die das gemacht hatte, was die Sache gewesen wäre, um möglichst oft das hinzubekommen. Die hat einfach immer ganz schnell hin und her gemacht, während alle anderen die ganze Zeit gezogen haben. Danach hat er gesagt, genau so bringt er seinen Kindern oder hat er den Kindern im Kindergarten sowas wie so eine Friedenserziehung beigebracht. Frances Mollapé war auch auf unserer Konferenz. Sie kommt aus den Vereinigten Staaten und hat sich in ihrem Leben damit beschäftigt, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Sie sagt, unsere heutigen Demokratien basieren im Wesentlichen auf zwei Sachen, einer gewählten Regierung und einer Marktwirtschaft. Und beides wirkt entmachtend auf die Bürger. Ja? Und was wir brauchen, ist, dass die Menschen selber ihre Macht erfahren, dass sie sich einbringen, dass sie aktiv mitgestalten. Die Begegnung mit Frances war eine der besondersten Begegnungen. Also die hat auch so eine krasse, so eine kräftige, strahlende Aura einfach. Und also ich glaube, wenn man ihr begegnet, dann muss es was in einem verändern. Also man wird inspiriert, ob man will oder nicht. Es ist eine große Person. Und Frances Mollapé setzt sich also quasi für zivilgesellschaftliches Engagement ein. Und ihre Botschaft ist also quasi, wir können in der Welt alles verändern. Wir können in der Welt alles schaffen, wenn wir nur alle uns engagieren. Not everybody wants to live as we live. And they should have the right to live differently. And there's a lot people can do. In fact, if people don't do it, everybody will be forced to give up their land and their resources. But if people actually want to help, there's an awful lot of actions they can do. Firstly, just get informed. Survival International ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet wurde, die sich für den Schutz und die Rechte indigener Völker und Kulturen einsetzt. Das Besondere an Survival ist, dass sie nicht Entwicklungshilfe im klassischen Sinne machen, sondern Survival International wird erst aktiv, wenn sie von dem Stamm selber gebeten werden. For example, they're in the middle of the Kalahari, there are Bushmen with whom we've worked for several years. The government wants to get them out of the area because it wants to mine diamonds. It threw them all out of the area.
The Bushmen, with our help, took the government to court, won. I'm Tony Clark. I come from Canada, and I'm a social and political activist involved in struggles for social change. It's my understanding that many of you are searching and are probing where you want to go with your lives, what you want to do. And I'm here, I guess, to maybe share with you a little bit about myself, but not because of myself. It's just so that we can start to understand the process that we all go through. We all go through a journey. We all have a story in the end. We all have a narrative to tell to other people. Tony Clark ist Sozialaktivist, sage ich mal, als Überbegriff aus Kanada. Er hat den alternativen Nobelpreis gekriegt für seinen Einsatz für das Grundrecht auf Wasser. Because of our expansion of our industrialized civilization, we were finding that much of the fresh water supplies were being drained, and we were losing that water because of the spread of industrialization. Was er uns mit auf den Weg gegeben hat, ist quasi, dass wir die Lösung für die Probleme im Bereich Klima, Energie und Wirtschaft nicht nur in den einzelnen Bereichen suchen müssen. Quite frankly, the system itself is in trouble. You know, our economic system is in trouble. And we are faced with some very real profound challenges. And those challenges are not just about how to restore the economy and restore the economic system. It's how to restore the economy and the economic system in a way that it deals with the other challenges. And we cannot deal with that environmental challenge without dealing with the economic problems and the economic challenge and the economic model. And the third challenge that we're faced with is an energy challenge, and which is the third E. And the energy challenge is really has to do with the fact that we are, for two centuries, we have, and particularly in the last century and a half, we have been particularly dependent upon fossil fuels as a source of energy. You here at least have begun to see the importance of changing the way in which your industries operate, your economy operates, in terms of releasing carbon emissions in the atmosphere and trying to bring that under control. And I think that there's no such thing as saying, well, I have to go from point A to point B in order to change something. Sorry, folks, start at home, take a look at what's going on, and wake up, smell the coffee, and do something about it. When the Beatles came out with Sgt. Pepper, that was the announcement that it's a new day. Peter Schweizer ist ein Mensch, der einfach zeigt, wie glücklich es auch einen selber macht, in der Welt Gutes zu tun. Die Idee von Plenty entstand, als sich quasi eine Gruppe von Hippies getroffen hat und zusammen eine Farm gegründet hat. Und die dann gemerkt haben, aber Leute, es reicht nicht, dass wir hier Friede, Freude, Eierkuchen, unser Selbstversorgertum machen. Wir müssen mehr tun. Und sie haben angefangen, Menschen in Not zu helfen, Grundversorgung aufzubauen, medizinische Versorgung zur Verfügung zu stellen. Sie haben mit Greenpeace eng zusammengearbeitet, unter anderem den ersten Strahlendetektor für die Rainbow Warrior gestiftet. Yeah, I'm Nicanor Perlas. I'm from the Philippines. I'm actually now part of a national movement trying to create deep societal transformation on the basis of profound inner change. If we had a nuclear accident and one third of the Philippines will get wiped out, then I think it's worth to try to stop it and die in the process if necessary. Für das, wofür man steht, kämpft man, und wenn man dafür hinterher sein Leben lässt, dann gehört das zu diesem Kampf dazu. Und wenn jemand so etwas äußert, dann macht das klar, inwieweit er bereit ist zu gehen, um die Gerechtigkeit in seinen Augen walten zu lassen, um das zu erreichen, wofür er steht. Was Nicanor Perlas uns mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass wir Menschen, vor allem auch wir Jugendliche, eine ganz große Macht haben, in der Welt etwas zu verändern. Und dass es eigentlich nur eine Entscheidung ist, die wir treffen müssen, die uns davon trennt, diese Macht auch einzusetzen. Nämlich die Entscheidung, in der Welt aktiv zu werden und bei sich in seinem eigenen Leben anzufangen. The Right Livelihood Award laureates proved to be an immensely valuable source of inspiration, as well as thoughtful teachers. Yet, the Youth Future Project is all about taking that crucial step from inspiration to action,
from idea to implementation. That is why some promising initiatives and activists were invited to talk about the key to successfully realize the ambitions of young people. Im Laufe der Vorbereitung sind wir immer wieder auf Initiativen gestoßen, die uns zugesagt haben, die uns direkt begeistert haben und wir gesagt haben, ja, das sind einfach wieder Lösungsansätze, das sind Ansätze für eine Arbeit in Richtung nachhaltige Entwicklung, die genau dem entspricht, was die Idee des Right Livelihood Awards ausmacht. Das Heidelberger Schülerfriedensbüro ist eine Initiative von Schülern aus Heidelberg, die sich für Frieden und Menschenrechte einsetzen, in erster Linie durch öffentlichkeitswirksame Aktionen. Das Heidelberger Schülerfriedensbüro kam schon mit der Idee zu uns, mal eine gemeinsame Konferenz zu organisieren, bei der nicht nur alternative Nobelpreisträger mit Jugendlichen zusammenarbeiten, sondern auch Friedensnobelpreisträger. Our name, ICLE, Local Governments for Sustainability, says it all. We are a movement of cities, towns, counties, urban regions in the world, actually in 70 countries, committed to sustainable development, committed to putting in place local sustainability policies and practices that all together have a positive impact on the global environment. In a new global climate agreement, local governments have to be introduced as one actor. Why? Because they have so many means to act. And we say no national government will reach any CO2 reduction target if not they involve their local governments, if not the local level mobilizes all potentials of actions. Ich finde es total super. Ich krieg total viel Input und ich bin meistens total fertig an dem Tag, weil ich einfach zu viel Information bekomme. Aber es ist einfach echt, es ist total klasse, die ganzen Leute so als Idole so vorstehen zu haben und das mal alles zu hören, was die alles gemacht haben. Und es ist echt klasse. There was a wealth of experiences and ideas to be discovered during the Youth Future Conference. To provide a forum for reflection of all these new ideas, the team created the Youth Future Sessions as a workshop to channel new impressions into clearer concepts. The results were then assembled and presented to the public in the Youth Future Manifesto. Well, it was a great start and we learned a lot just in the first session, so it was very good. Yeah, and to see so many international students and youth around, it's very inspiring. Sessions were great because everybody got to share their opinions and their ideas, so it's really great. Diese Form der Demokratie, wie wir sie in diesem Prozess der Youth Future Sessions und dann der Abstimmung über die endgültige Formulierung hatten, für viele von uns ungewohnt oder neu war. Wenn wir alles per Konsensentscheidung hinkriegen wollten, würden wir keinen Schritt weiterkommen in diesem. Also Mehrheitsentscheidung kann man respektieren und ist dann immer noch ein Demokrat. In der Demokratie sind immer Einzelne, die nicht einverstanden sind. Und wir hätten am liebsten, wir hatten 2 Stunden Zeit, um den Manifesttext auszuformulieren mit dem Plenum. Natürlich war der schon vorformuliert, aber wir hatten 2 Stunden Zeit, halt darüber abzustimmen, wie die Formulierungen nun lauten sollen. Wir hätten eigentlich aber
zwei Wochen brauchen können, um alles auszudiskutieren. Da das aber nicht möglich war, haben wir halt gesagt, dass in einem demokratischen Prozess über die Formulierung abgestimmt wird. Und dann, wenn die Mehrheit gegen die Formulierung stimmt, sie geändert wird. Wenn sie aber dafür stimmt, die Mehrheit, angenommen wird. Die Form der Formulierung, gibt es da irgendwelche erheblichen Bedenken? The National Youth Conference of the Youth Future Project, supported by the Right Livelihood Foundation, is to bring young people across the world and the laureates of the Right Livelihood Award on one platform to discuss the problems and the possibilities of the future. Wir haben uns gefragt, was wir tun können, um die zerstörerischen Entwicklungen aufzuhalten oder umzukehren. Wir haben erörtert, was wir als die heutige junge Generation von den Verantwortlichen der Gesellschaft und Politik erwarten. Also auf jeden Fall herzlichen Dank, Clara, an dich. Und du wirst als Delegierte eben dort dann auch vertreten sein. Du reist also nach New York. The young people left the Youth Future Conference full of new ideas, hopes and projects. But this was only the beginning of the Youth Future Project's work by young people for young people. The beginning of a lot of work to be done in building a sustainable future livelihood. You've seen, for example, in this conference, many of the laureates, the Right Livelihood laureates, coming, and each of them worked in a different way. But they still connected with things. It's up to each individual to decide, what's the way I want to work? Do I want to inspire others through my art, or through my music, or through teaching children, or through working with other young people? It doesn't matter which one you choose, it doesn't matter which way you do it, the thing is to be passionate about it and make it part of yourself. So find out what do you like doing? What's your passion? And how can you put that to an issue that you're passionate about? And that's the way to go. The youth today has to critically look into what's happening around them and not be too careerist, not only you're thinking about your job and what you earned. You have to think about the world. You have to think about the planet. Your youth generation of today will also build the next generation of youth. So you cannot only think about your group of people, the generation, the youth today. You have also to think about the youth of tomorrow and the youth of the next day and the next year and the next generation. There are like millions of organizations where you can get information for free. So it's just, you know, it depends on what you're interested in. So it doesn't have to be necessarily with politics. It could be like the social change. If you see something in your your community being not very the way you want it to be, so you can act and do something against it. Das Youth Future Projekt verbindet für mich ganz unterschiedliche Aspekte und deswegen wollten wir es auch fördern. Das eine ist, eine Plattform bereitzustellen, um Preisträger mit jungen Menschen zusammenzubringen, Diskussionen führen zu können, daraus Ideen entwickeln zu können, Begeisterung entfachen zu können. Das zweite ist, ganz praktisch Know-how darüber auch weiterzugeben. Es ist auch eine experimentelle Plattform, um sich selber zu erfahren, in Kontakte zu kommen, Netzwerke aufzubauen und das nicht nur national, sondern auch international. Das dritte ist, die Zukunft gehört der Jugend. Wenn es heute nicht gilt und wenn es heute nicht geht, Menschen an diese Themen heranzuführen, sie dafür zu begeistern, dann werden wir die Krisen, die heute allenthalben regieren, nicht abwenden, verändern können. Armutskrise, Klimakrise, Finanzkrise hängen eng zusammen. Und nur wenn die Menschen, die jungen Menschen heute begeistert werden, mit neuen Ideen im Sinne von Nachhaltigkeit, von Veränderung, von anderem gesellschaftlichen Zusammenleben, von Grenzen des Wachstums, wenn sie sich nicht mit diesen Ideen auseinandersetzen, wird es keine Veränderung geben.
Wir sind immer der Auffassung, dass die, die etwas machen wollen, das auch tun sollen und das auch im Sinne von Ownership selber vorantreiben können. Ich bin immer dagegen, eine Konferenz für Jugendliche auszurichten oder für junge Menschen, sondern sie müssen es selber tun. I hope that it means action. There is a German proverb that, you know, there's nothing good unless you do it. And what I'm hoping, and we will see this obviously, you know, in the next sort of months, years, is that the inspiration here from interacting with the Right Livelihood Awards, you know, which are, you know, an award for doers, not an award for, you know, great theorists and things like that, will also encourage, you know, the youth conference participants to become doers. Groups of people, organizations, local, national, global. This is called the power of many. The power of many. So, forming organizations, linking with organizations that already exist, is a very, very powerful form of growing and getting what would be the power of many. Remember, we are one. Remember, we are one. Peace be on you, brothers and sisters. Peace be on you. Thank you very much. Thank you.